Spaß ist bei diesem Multifunktionstisch garantiert, denn mit ihm können 4 verschiedene Spiele gespielt werden. Bei jedem der Spiele ist Geschicklichkeit und Präzision gefragt. Da hätten wir zum einen Fußball. Dazu muss ich jeweils ein Kind an eine Seite des Tisches stellen und sein Tor beschützen. In der Mitte kommt der Ball und nun wird der Ball eben hin und her gespielt, bis ein Tor geschossen wird. Hiermit können die Punkte gezählt werden, also wenn jetzt das blaue Männchen ein Tor schießt, so erhält es einen Punkt. Wer zuerst 6 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Das gleiche funktioniert auch in der Eishockey-Variante, also da haben die Kinder dann statt einer Kugel einen Puck. Mit der ist es etwas schwieriger, die Kinder müssen etwas mehr Kraft aufbringen und sie müssen noch präziser den Puck bewegen, zielen, um ein Tor zu schießen. Jetzt drehen wir den Tisch ganz einfach um. Dann haben wir nämlich ein neues Spielfeld. Hier kann man zum einen bowlen. Dazu werden die 10 Kegel ganz einfach hier hinten auf die weißen Punkte gestellt. Dann benötigen wir auch wieder die Kugel und dieses Teil hier. Das funktioniert so, dass hier vorne die Kugel hinkommt, man das Ganze spannt, indem man hier an dem roten Knauf zieht und dann loslässt. So wird die Kugel nach vorne geschossen. Je nachdem, wie weit man das nach hinten zieht, umso mehr Power hat die Kugel. Also ich zeige es Ihnen kurz, also die Kugel wird angelegt, dann wird das Ganze nach hinten gezogen, man zielt und trifft oder auch nicht, je nachdem, wie gut man in dem Ganzen ist. Ich versuche es noch einmal. Zumindest einen Kegel habe ich umgeworfen. Jetzt gibt es noch die letzte Variante. Hier wird das Ganze mit solchen Zielen gespielt. Also je nachdem, welches Ziel man trifft, bekommt man unterschiedlich viele Punkte. Diese werden einfach verteilt, die schwereren vielleicht nach hinten, also die mit mehr Punkten und die leichteren nach vorne. Die kann man nach Lust und Laune anordnen, je nachdem, wie man es gerne hätte. Auch hier benötigt man wieder dieses Geschoss und die Kugel und muss nun versuchen, eins der Ziele zu treffen. Das heißt, ich würde jetzt 125 Punkte bekommen und je nachdem, was man vorher vereinbart, zum Beispiel wer als erstes 500 Punkte erreicht, der gewinnt dann das Spiel. Sie sehen also, der Multifunktionstisch bietet jede Menge Möglichkeiten und es ist für jedes Kind etwas dabei. Außerdem ist er sehr gut verarbeitet, er ist sehr robust, geht also nicht kaputt und die Kinder haben auf jeden Fall jede Menge Spaß damit.